Hallo und herzlich willkommen bei Pokevestments, eurem YouTube-Kanal für Pokémon Investment Tipps. Mein Name ist Manuel und ich begrüße euch herzlich zu meinem allerersten Mail Day Video hier auf meinem Kanal. So wie ihr sehen könnt, ich habe hier gerade vor 5 Minuten 4 Briefe bekommen. Ein paar Lupos sind dabei. Plus ich habe noch ein Paket hier gekriegt, habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Aber das bewahren wir uns natürlich zum Schluss auf. Und vielleicht kann der ein oder andere ja schon mal reinschreiben, was da vielleicht drin ist. Der kluge und aufmerksame Zuschauer, wie ich so gerne sage, der wird es wissen, was im Paket ist. Fangen wir also einfach mal mit dem ersten Brief hier an und machen das auf und lassen uns einfach überraschen. Ja, ich könnte jetzt natürlich auf den Absender schauen, gucken, was da drin ist, aber wir machen es spannend, beziehungsweise ich mache es mir auch selber spannend. Und, oh, ich glaube, ich habe es gesehen. Yes! Es ist schön verpackt auf jeden Fall. Und ja, Leute, ihr kennt die Karte doch, ne? Ihr solltet sie jetzt kennen. Die Karte, von der ich auch gesprochen habe, in die es sich gerade sehr lohnt, reinzugehen und zu investieren. Diese schöne Mew AR aus Vista Universe. Und ja, ich werde die auf jeden Fall gleich nochmal auch rausholen. Und ach, das ist auch sehr schön, dass er das hier so abgedeckt hat. Genauso sollte man versenden, ja, dass man hier auch sicherstellt, dass die Karte nicht aus dem Toploader rutschen kann. Und ja, die gefällt mir auch vom Centering echt richtig gut. Condition und so weiter schaue ich mir gleich dann nochmal an. Aber das ist der erste Pick. Ich habe insgesamt für diese Karte 12 Euro bezahlt, inklusive Versand. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier als nächstes haben. So. Und mal gucken, wie derjenige hier das Ganze auch verpackt hat. Natürlich immer so ein bisschen Überraschungskiste, wie die Leute ihre Karten verpacken. Ah, sogar mit einem schönen, wie sagt man das eigentlich, Skizze drauf. Cool. Ja, gerne. Jetzt bin ich aber gespannt, was habe ich denn bei dir gekauft? Oh, das fühlt sich nach, oh, ein paar mehr Sachen an. Und genau das meine ich. Ja, wenn man das nicht abdeckt, dann rutschen die raus. Hier war es jetzt nicht so wild, die waren ja jetzt auch nochmal hier drin verpackt. Aber da muss ich mir gleich nochmal genauer angucken, ob die Condition da irgendwie Schaden von genommen hat. Aber ansonsten zwei No-Brainer-Karten meiner Meinung nach. Und ich habe für diese beiden Karten inklusive Versand 75 Euro bezahlt. Genau, ja, also auch die hier. Also so von meinem persönlichen Empfinden her sehe ich die viel weniger in irgendwelchen Openings oder auch auf Card Market an der Verfügbarkeit. Ist die einfach ein bisschen ja, niedriger, habe ich so das Gefühl. Aber sehr schön, jetzt habe ich die hier bestimmt das vierte oder fünfte Mal und die hier tatsächlich das erste Mal, das Glurak Vista. Wunderschöne Karten, ja. Glaube ich, müssen wir uns nicht drüber streiten. Und das hier sind die ersten beiden ja, Briefe gewesen. So, jetzt schauen wir mal weiter. Was haben wir hier drin? Im Luftpolster. Oh, okay. Wir müssen das so machen. Und jetzt schauen wir doch mal. Oh, sogar mit einem kleinen Zusatz. Die hatte ich natürlich jetzt nicht geordert. Da muss ich mir gleich nochmal genau den Absender auch anschauen, damit ich mich bedanken kann. Sehr cool. Schöne, schöne V-Karte. Oh, oh, was ein Wunder. Nochmal die Mew. Diese habe ich auf Card Market gekauft. Und ja, was soll ich dazu sagen? Auch sehr gut verpackt zum Glück hier im Toploader. Man kann das sehen, die ist nicht nach oben gerutscht. Und ja, also die zweite jetzt hier im Mail Day. Und diese habe ich auch für, ich glaube, sogar 11 Euro inklusive Versand gekauft. Also absolut günstig, ne? Damit ihr auch sehen könnt. Ich glaube, es ist ein sehr guter Beweis dafür, dass ich meine eigenen Tipps auch umsetze. Und jetzt kommen wir zum letzten und ich glaube auch teuersten. Das muss ich natürlich nochmal irgendwie wegschneiden. Und schaut her. Wunderschöne Karte. Mimikma
VMAX aus VMAX Climax. Beautiful einfach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wunderschöne Karte auch hier. Gut versendet, so lobe ich mir das. Und die werde ich mir gleich auch nochmal im Detail nochmal genau angucken. Aber ich hatte von allen Karten auch Fotos vorab schon gekriegt und die sahen alle prima aus. Und bei der hier muss ich sagen, wie viel habe ich gezahlt? Das war wenig. Ich musste nochmal genau gucken. Ich glaube 48 Euro inklusive Versand. Da habe ich einen Ultraschnapper gemacht in der Auktion. Die ist vom Centering nicht ganz so gut, wenn man hier mal auf links und rechts schaut. Aber die Karte an sich selber ist ultra stark. Ich glaube, Card Market momentan auch bei 70 Euro oder so. Also da habe ich auf jeden Fall nichts verkehrt gemacht. So, jetzt nehme ich mir die Karten hier mal zur Seite, damit ihr jetzt auch noch das letzte Paket, beziehungsweise das erste und letzte Paket hier noch begutachten könnt. Und da natürlich auch Insights habt, damit ihr sehen könnt, was ich denn da gekauft habe. Also ich mache das Ganze hier mal auf. Na, das war nicht der cleverste Schachzug. Das muss ich natürlich hier nochmal aufmachen. Ich hoffe, das reicht jetzt. Gucken wir mal. Yes, das sieht gut aus. Und dann machen wir das Ganze auf, wie so eine Schatztruhe tatsächlich. Ah, wobei... Ah ja, okay. Jetzt geht's auf. Und ihr seht noch nicht viel. Ihr seht weiter nicht viel. Sehr gut verpackt, so lobe ich mir das. Jemand hatte ja da schon Zweifel geübt und gesagt, ja, Da musst du dir aber auch sicher sein. Und zwar, Leute, ich glaube, ihr könnt es erkennen. Es handelt sich um V-Star Universe, um die Bestellung, die ich getätigt habe. Und komm, wir machen das jetzt hier einfach mal draufgeschissen hier auf irgendwie Sauberkeit. Das kann ich gleich schön aufräumen. Und schauen uns mal die schönen Displays an. So, wie erwartet und wie auch gewünscht, komplett ohne die neue Lasche. Eins, und hier ist das zweite, zwei, drei, vier und fünf. So, die packe ich euch natürlich hier auch nochmal schön raus, dass ihr die hier auch begutachten könnt. Und ja, über den Kauf bin ich auch sehr, 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 sehr happy und bin glücklich, dass ich weitere Displays jetzt auch in meiner... ja, in meinem Inventar quasi hinzugefügt habe. Und ja, habt ihr die auch schön alle auf dem Bild. Schreibt mir mal gerne zum Kauf auch, wenn ihr es noch nicht getan habt, in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Auch gerne zu den Karten, die ich mir hier gekauft habe. Die seht ihr hier nochmal. Ich denke, ich kann mich da auf jeden Fall nicht beschweren, gerade für die Preise, die ich für die Karten bezahlt habe. Ja, das sieht man jetzt nicht ganz gut, aber ich meine, ihr kennt die Karten. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Schreibt mal gerne dann in die Kommentare, ob ihr auch weitere Maildates von mir sehen wollt, ob euch das Spaß gemacht hat. Und dann würde ich sagen, lasst gerne ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.